So, ich wollte jetzt mal eine Live-Grabung machen, weil ich vermute, ich habe wieder hier so einen Knopf. Und ja, hat es wieder so einer. So ein schöner Knopf mit so einer Krone mit einem abgeknickten Kreuz. Und der Kollege da hinten hat anscheinend auch irgendwas davon. Und jetzt gehe ich mal kurz dahin gucken. Doch nicht etwa so ein Knopf. Boah, du hast auch einen. Liegt ja alles voll mit die Dinger hier. Ja, meiner ist schöner. Hast du recht. Meine Lampe wird schon wieder schwach. Schreib doch mal dem Kuhschauer Pen. Ich hab wieder irgendwas Interessantes gefunden. Und zwar diesen Löffel. Den fand ich jetzt mal sehr interessant, weil er hier oben dieses Loch hat. Und das sieht so aus, als wenn man den irgendwo halt aufhängen konnte. Und vielleicht ist es ja was Militärisches. Habe ich noch nie so gefunden. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Oh. Ach, kann nicht sein. Warum? Ich wollte ihn doch nur hier reinmachen. Naja. Nehme ich trotzdem mit. 21.25 Uhr. Ja. Wir sind schon seit, würde sagen, 14 Uhr unterwegs. Und ihr habt gesehen, einige coole Funde sind schon dabei. Aber wir machen noch lange. Wir machen richtig lange noch, wahrscheinlich bis morgen früh, bis es hell wird. Weil der Wald ist so groß, so interessant. Immer wieder kommen interessante Sachen und Signale. Es hört einfach nicht auf. Also, die Spannung ist immer da und immer wieder wird man motiviert, weil immer wieder ein neuer Fund kommt. Und jetzt Sonne legt auf jeden Fall weiter. Alles voller Gasmasken hier. Die sieht ja aus, als wäre die aus Leder. Aber das ist Gummi, ne? Das ist Gummi. Ja. Na gut. Das war so ein, auch wieder so ein Augenring. So. Die Sonne ist aufgegangen und wir sind immer noch am Sonnen. Nein, natürlich nur Spaß. Wir waren inzwischen schlafen, aber wir sind jetzt wieder unterwegs. Direkt am nächsten Tag. Wir sind jetzt hier wieder in so einem schönen Wald. An so einem Hang oder Steigung oder was das ist. Ich zeige euch mal so ein bisschen den Wald. Ihr wollt ja immer alles sehen. Und ich habe hier irgendein großes Signal. Ich weiß noch nicht, was das ist. Hier sieht man so den Rand und dann geht es hier so leicht rund. Ja, diese Form deutet natürlich auf einen sehr interessanten Fund hin, aber vermutlich eher nicht, weil es so dünn ist. Aber ich werde jetzt auskramen und dann zeige ich es euch, was das ist. Vielleicht ist es was, vielleicht ist es aber auch nichts. War nicht leicht, aber ich habe es ausgegraben und hier ist es. Es ist vom Fass. So ein Fassring. Aber sowas sieht natürlich oftmals aus wie ein Helm oder sowas. Wenn es da so rund rauskommt, leider wart nicht. Na gut, weiter geht's. Also hier ist es etwas vermüllt. Oh, hier braucht man die Sonne. Wir sind jetzt aus dem Wald raus, weil da ist überhaupt nicht los. Da sind so gut wie keine Signale gewesen und auch keine guten Funde. Also eigentlich überhaupt ja, keine Funde. Ich glaube, ich habe drei oder vier Sachen gegraben. War alles Müll. Und haben in der Ferne dieses Haus gesehen. Dachten wir, wir gucken mal nach, was das für ein Haus ist.
scheint ein alter Stall zu sein. Ich habe jetzt keine Lust, die Lampe auszupacken. Ist mal ein bisschen anstrengend mit der GoPro, sobald das Licht nicht mehr so schön ist, sieht man nichts mehr. Ich habe gerade einen Nagel im Fuß gehabt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber da ist er. Da bin ich gerade drauf getreten. Der stak gerade ganz tief in meinem Schuh. Aber zum Glück habe ich da so eine Schutzplatten drin, dass man dann sich nicht so weit eintreten kann. Sonst wäre der Sondelausflug eventuell vorzeitig beendet gewesen. Ich hatte nämlich mal einen Kumpel, der hat sich so weit eingetreten, ganz tief im Fuß drin und hat dann sofort eine Blutvergiftung gehabt. Ich werde hier rufen. Ich werde hier rufen, ich muss los. Ich hoffe, euch hat das kurze Lost Place gefallen. Kurz Mini Lost Place, Schrott, Gelände. Weg hier, ich will sondeln. So ein Mist. Man sieht ja, was das ist hier. Ekelhaft. Die Menschen mit der Natur. Alter, fetter Ochsenkopf. Los. Es wird nämlich langsam dunkel und wir haben noch keine Funde und ganz schnell noch woanders hin. Der Spot hier ist richtig schlecht. Alles vermüllt und überhaupt keine militärischen Rückstände. Nur Hausrat überall im Wald. Wirklich? Ja. Alle, ich komme. So, wir sind jetzt in einem anderen Wald. Da war schlecht. Und jetzt hat jemand was gefunden. Und jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Inzwischen ist es wieder dunkel geworden, wie immer. Aber ein bisschen wollen wir ja noch Sonne. Was hast du denn da? Und mal raus, das gute Stück. Ui. Schon wieder eine Erkennungsmarke. Eine 88. Steht aber noch mehr dran. Kannst du mal von der Seite leuchten? Vielleicht sieht man ein bisschen mehr. Ich bürste die mal ein bisschen. Da steht was. Ich kann es nicht entziffern. Was? Ach, von dieser Seite ist die Nummer. Mhm. Siehst du, da steht eine Nummer. Das ist eine 4. Ja, jetzt kannst du es gut sehen. Da ist eine 8, eine 1, eine 4. Aber jetzt siehst du es ganz gut. Das wird die Nummer sein. Sehr cool, jetzt haben wir wieder mal was gefunden. Noch lange. Ich zeig dir mal gerade, was ich eben gefunden habe. Das kannst du nicht so lange. Langer Zeit. Was habe ich eben gefunden? Cool, das ist ja eine Makrolinse für meine Kamera. Oder? Ja, es ist auf jeden Fall eine Lupe. Also. Ach, nee, funktioniert die noch? Ja, ich habe es eben. Funktioniert noch ein bisschen. Ich denke, es ist vielleicht vom Fernglas. Was ist denn? Gut, hier ist interessant, hier machen wir jetzt noch den Abend, lassen wir jetzt hier ausklingen. Hier lag die Erkennungsmarke drin. Das ist mein Spaten gewesen. Und hier nebendran ist noch ein Signal, ein sehr deutliches. Jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Könnte natürlich die andere Hälfte der Marke sein. Könnte Schrott sein, könnte irgendwas anderes sein. Könnte natürlich aber auch
ein Goldbarren sein. Oder mehrere Teile von einer Marke. Jetzt 4, 5 Marken. 6, 7, 8. Da habe ich sie gesehen, da. Auch, ist nur eine Münze. Nee, ist ein Knopf. Nein, ist ein Zeltbahnknopf. Ja, so ein vierlöchiger Knopf. Na gut. Naja, aber ein tolles Signal. Endlich habe ich auch mal wieder was gefunden. Ich dachte schon, dass ich hier leer ausgehe. Da ist es. Und das ist richtig schön. Eine Silbermünze. 50 Pfennig, Deutsches Reich. 1877. So, ich habe soeben noch was gefunden. Und zwar handelt es sich dabei um ein ganz kleines WHW-Abzeichen oder Anstecker. Total kaputt. Das müsste so ein germanisches oder normannisches Schild sein. Also in so einem schlechten Zustand habe ich sowas noch nie gefunden. Fakt ist, dass wir jetzt gleich aufhören mit Sondeln, da wir quasi Zeitdruck haben und jetzt gleich weg müssen. Wenn noch ein Fund kommt, dann zeige ich euch den natürlich. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich in der Fundzusammenfassung wieder mit ein paar Informationen zu den ganzen Funden. Was das für Knöpfe waren gestern und was sonst noch für Funde mit dabei waren, die wir eventuell nicht gefilmt haben. Ansonsten ist das hier ein sehr schöner Wald und sehr atmosphärisch und still und schön. Macht immer wieder total viel Spaß, nachts im Wald zu sein, in der Stille. Und einfach auch mal manchmal das Licht auszumachen. Und einfach nichts zu sagen und einfach mal in der Stille zu sein. Mich fragen ja immer wieder Leute, warum sondelst du nachts? Und ja, die Wahrheit ist, dass wir auch am Tag sondeln, aber halt meistens dann auch nachts wird. Und das einfach auch schön ist, nachts zu sondeln. Also diejenigen, die nachts sondeln, die wissen, wovon wir reden, dass es einfach schön ist. Ich finde es einfach total schön, nachts im Wald. Das ist einfach der Punkt. Und da bin ich nicht der Einzige mit. Na gut, jetzt mache ich das Loch wieder zu und jetzt gucke ich, ob ich noch was finden kann. So, ich bin wieder im Studio. Damit ist der Ausflug in diesem Gebiet erstmal zu Ende. Ich habe noch ein paar Funde gemacht, die ich euch schnell mal zeigen möchte. Erstmal diese schöne Heilsalbe hier aus dem Verbandspack 3. Finde ich immer sehr schön, wenn ich so eine Sachen finde, wo man noch schön was drauf erkennen kann. Dann diese Schuhschnalle, irgendeine alte Schuhschnalle. Weiß ich nicht, ob es jetzt von einem Soldaten getragen wurde, wahrscheinlich eher nicht. Aber die sieht sehr schön aus mit den, ja, mit den Mustern drin und der Verzierung da. Natürlich die 50 Pfennig, die alten. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich dann zum Schluss doch noch eine Münze gefunden habe, eine Silbermünze. Da freut man sich immer über Silbermünzen. Und dieses WHW-Abzeichen oder das, was davon übrig ist, wird so ein Schild gewesen sein, normannisches Schild oder so. Ich habe schon mal so was gefunden. Und ist leider total kaputt. Hier vorne ist dann so eine halbe Perle drauf, die ist natürlich auch weg. Und diese schönen Knöpfe der ungarischen SS-Zöglinge mit der ungarischen Krone drauf. Aber die habt ihr ja schon gesehen. Ja, und ansonsten kamen hier noch ein paar Wehrmachtsknöpfe, ein bisschen Zinkgeld, also Reichsgeld, 2 Ladestreifen. Dann habe ich noch dieses schöne Ding hier gefunden. Das ist wahrscheinlich der Deckel von einer Öllampe oder halt der Boden von irgendwas. Und ich habe das mitgenommen, weil ich das sehr schön fand. Das ist auf jeden Fall aus der Zeit damals, weil das aus Zink ist und auch diese graue Farbe hat. Ich nenne die Farbe mal Wehrmachtsgrau. Und man sieht hier überall Zinkfraß. Ich habe es sauber gemacht und nutze das jetzt als Schälchen. Mache ich da irgendwelche Funde drin, vielleicht irgendwelche Münzen. Ja, was kam denn noch? Eigentlich habt ihr alle gesehen in den Videos. Ich meine, ich kann euch auch noch mal kurz Messer zeigen. Ja, so ein Messer wird wohl öfters gefunden. Ich habe auch schon mal sowas gefunden. Ein anderes, ein bisschen andere Muster dran, aber im Grunde genommen gleiche,
der gleiche Typ Messer. Ja, dieses Ding habe ich noch gefunden. Das ist ein Glasstück, wahrscheinlich von einem Kompass oder Taschenuhr oder Brille. Aber es hat überhaupt keine Vergrößerung. Also es hat überhaupt keinen Vergrößerungseffekt. Deswegen denke ich nicht, dass es Brille ist. Ja, und dann halt noch ein paar schöne Wehrmachtsknöpfe. Echt gut erhalten sogar noch. Und da ist auch ein Stempel drin zu sehen. WD. Und natürlich den Gasmaskenbehälter und die Marke. Ja, aber jetzt mal zu einem anderen Thema. Und zwar das Thema der Erkennungsmarke. Der halben Erkennungsmarke. Der SS-Marke. Die mein Sonderkollege dort gefunden hat. Und dazu möchte ich euch jetzt mal noch ein Bild einblenden. Denn bei der Erkennungsmarke lag nicht nur die Erkennungsmarke, sondern in diesem Quadratmeter, wo die Marke lag, lagen auch noch andere Sachen. Und die Sachen seht ihr dort auf dem Foto. Also wir haben wirklich ganz gründlich diesen Quadratmeter abgesucht, auch noch etwas tiefer gegraben. Und das sind die Sachen, die da lagen. Sonst lag da nichts mehr. Und wir haben auch nicht nur mit Metalldetektor geguckt, sondern auch so den Boden quasi mit Händen durchsiebt und durchforstet und geguckt, ob da noch irgendwelche anderen Sachen liegen, die vielleicht nicht magnetisch sind. Aber da war nichts. Das war alles, was dort lag. Und ihr seht dort oben Hülsen, zwei Stück, wahrscheinlich von der MP40. Und unten müsste Trockerref sein, ich weiß es nicht genau. Muss ich nochmal recherchieren, vielleicht kann ich dazu was einblenden. Bis auf die Tokarev-Patronen gehörte das sicherlich alles zum selben Mann, der dort die Marke verloren hat, die halbe Marke. Und zwar seht ihr dort auch einen Rangstern unten. Und dieser eine Rangstern, der steht halt für den Rang, logischerweise. Und müsste dann ein Scharführer oder ein Unterscharführer gewesen sein, der SS. Und er hatte noch einen Anhänger dabei. Da dieses Kleeblatt, was ihr unten mittig seht. Und dann sind da noch zwei Knöpfe. Zu den Knöpfen möchte ich was zeigen, da habe ich was vorbereitet. Und zwar seht ihr hier einen normalen Wehrmachtsknopf. Und wenn man da diesen Deckel abmacht, also diese Auflage, die ist kaputt, dann sieht das innen drinne so aus, also fast genauso. Das bedeutet, diese zwei Knöpfe, die ihr da auf den Fotos seht, das sind nur noch die Innenleben von den Knöpfen. Also da waren Auflagen drauf. Welche Auflagen das waren, das wissen wir nicht. Das ist wahrscheinlich komplett verschwunden, vergammelt. Und dementsprechend können wir das nicht mehr feststellen. Dann waren da noch so ein paar andere Zeltbahnknöpfe und so dabei, die ihr da oben rechts seht. Ja, und das war eigentlich alles, was da lag. Und wir haben uns da eine kleine Theorie zu ausgedacht, wie das gewesen sein könnte. Anhand der Spuren, die wir da jetzt gefunden haben. Jeder Sondler kennt das, wenn man mehrere Funde an einem Ort macht. Dann beginnt im Kopf ein Bild zu entstehen, was da wohl passiert sein mag. Man findet manchmal ein paar Hülsen und dann ein paar Knöpfe und dann denkt man sich schon was dabei. Und in dem Fall haben wir halt uns auch ein bisschen was dabei gedacht, wie das ungefähr gewesen sein könnte, weil der Soldat, der dort an der Stelle war, der kam von Osten und der ist nach Westen. Und der hat sehr wahrscheinlich dort einen Flüchtlingstreck abgedeckt, also Deckung gegeben noch und dort zurückgeschossen auf die von Osten anrückenden Feindtruppen und wurde dann im Nahkampf dort erschossen von den feindlichen Kräften und ist dann dort gestorben. Und das sind die Sachen, die dort zurückgeblieben sind. Und die eine Hälfte der Marke wurde dann wahrscheinlich von den Kameraden noch mitgenommen als Beweis oder zur Meldung machen, dass der Mann gefallen ist. Und die andere Hälfte ist da geblieben am Mann. Und wahrscheinlich wurde der Mann dann, also sein Leichnam, irgendwann dann von Aufräumtruppen irgendwann nach dem Krieg dort weggeräumt. Und dabei ist das alles verloren gegangen, was dort liegt. So denke ich mir das. Denn dort lagen keine Knochen oder irgendwelche Gebeinereste, die man hätte jetzt melden müssen oder können. Dementsprechend ja, hatte die Kriegsgräberfürsorge da auch kein großes Interesse dran. Denn mein Kollege, der die Marke gefunden hat, der hat die Marke gemeldet. Und die haben gesagt, wenn dort keine Knochen liegen, dann haben die da weiter kein Interesse dran, weil dann können sie da ja auch keine Fallenden bergen. Und die geben auch keine Informationen raus,
was da jetzt, also wer das war. Wer ist dieser Mann? Welche Nummer hat der? Wo liegt der? Wo wurde der begraben? Diese Information, die haben wir nicht bekommen, weil das bekommen nur Angehörige. Und wir kennen ja auch die Angehörigen nicht. Und ja. Also ich habe schon ganz oft auch gesagt in den Kommentaren immer wieder, wenn ich Knochen finde, dann melde ich das sofort. Denn ich habe größten Respekt vor unseren gefallenen Soldaten und auch vor den gefallenen Soldaten der anderen Parteien. Also ist mir eigentlich egal, von welcher Armee der Soldat war. Wenn wir mal einen Gefallenen finden sollten, dann ist es absolut selbstverständlich, dass der gemeldet wird. Das könnte mein Opa sein. Mein Opa hat auch gedient, der war auch im Krieg. Und ich bin der Meinung, die Gefallenen müssen geborgen werden und die sollen auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe finden. Und es ist, wie gesagt, egal, von welcher Partei die letzten Endes waren. Hauptsache, die werden geborgen. Hier nochmal meine Marke vom SS-Zögling, vom Wald, wo wir noch eine davon gefunden haben, die ja mit den Gasmaskenbehältern quasi ja, in einem Bereich lag. Und dementsprechend haben die dort abgerüstet. Dann haben die Soldaten nach dem Krieg weggeschmissen. Die haben sich entledigt und sind in die Gefangenschaft gegangen und waren froh, dass der Krieg vorbei ist. Also, wenn da keine Knochen oder irgendwas dabei liegt, ein Anzeichen, dass dort ein Gefallener liegt, dann hat die Kriegsgräberfürsorge da kein Interesse dran anscheinend. Und dementsprechend können wir da auch nichts weitermachen. Wie verfahrt ihr, wenn ihr eine halbe Marke findet oder wenn ihr eine ganze Marke findet? Was macht ihr? Wen kontaktiert ihr? Ruft ihr dort an oder bringt ihr die vorbei? Na gut, das war's mit dem Video. Nächste Video kommt bald raus. Da geht's um den Nocta Simplex und danach kommt gleich das Gasmaskenvideo, wie ich diesen Gasmaskenbehälter öffne. Und dann schauen wir rein, was da drin ist. Ich werde ihn vorsichtig öffnen, so gut und so vorsichtig wie möglich, um ihn zu erhalten und dann schließend noch zu konservieren. Und dann schauen wir rein, ob da nur eine Gasmaske drin ist oder ob vielleicht die Soldaten, die SS-Zöglinge, da noch was drin versteckt haben. Also ich bin wirklich gespannt. Ich habe da noch nichts dran gemacht, außer immer mal ein bisschen abgebürstet. Und jetzt ist es bald soweit. In den nächsten zwei Folgen werde ich ihn dann öffnen, also in der übernächsten Folge. Ja, wie gesagt, schreibt bitte was dazu, was ihr verfahrt, wenn ihr Marken findet und was ihr da für Erfahrungen mitgemacht habt. Konstruktive Kritik ist immer ganz wichtig. In dem Sinne, macht's gut und viel Spaß beim Sondeln. Bis zum nächsten Mal. Wie war die Waffen-SS aus Ihrer Sicht? Was war das für eine Truppe? Eine Elite-Truppe, die wirklich auch zusammengehalten hat und einer, wo ein anderer für den anderen einstand. Also die Historiker sagen, das ist die Waffen-SS ist eine verbrecherische Organisation. Und Sie, was sagen Sie? Es waren Soldaten wie andere auch. Wir haben keine Blutspur in Europa hinterlassen. Wir waren Soldaten, wir haben gekämpft, wir haben geschossen, wie wir es gelernt haben, wie wir es mussten. In Frankreich und in Italien und in Afrika und so weiter haben wir am Schluss gegen zum Teil 12-fache Übermacht gekämpft. Und immer mit der Hoffnung, ihn noch von den Reichsgrenzen fernzuhalten. Zum Schutz unserer Bevölkerung. In Ustinskaya haben wir ungefähr 4 Monate gelegen. Und wenn wir solche Lumpen und Verbrecher gewesen wären, die man uns nachgesagt hat, ihr habt da gehört, die Waffen-SS legte die Blutspur durch ganz Russland, sind wir 50 Jahre später in unsere Alpenstellung, in die Mühlstellung gegangen. Und da wurden wir von den Russen aus unserem Ort, aus Ustinskaya, da wo wir waren, herzlich empfangen. Da gab es Wodka zu saufen bis zum Geht nicht mehr und Krimsekt auch noch. So haben sich die Leute von Ustinskaya bei uns gefreut, dass wir da waren.